Auchenorhynchia. Typisch für die Zikaden ist, dass die Flügel in Ruheposition dachförmig zusammengelegt sind. Es gibt Makroptera-Arten mit normalen Flügeln und Brachyptera-Arten mit reduzierten Flügeln. Die Bestimmung ist meist schwierig, da man sich die Genitalorgane der Männchen genauer ansehen muss. Die Fühler der Zikaden haben dicke Basisglieder und dünne Endglieder. Ähnlich wie die Wanzen besitzen Zikaden auch einen Rüssel oder Rostrum. Die darüberliegende Struktur wird Clypeus genannt. Bei der Bestimmung überprüfen wir als erstes, ob an den Mittel- und Hinterbeinen dreigliedrige Tarsen vorhanden sind. Weitere Merkmale sind dann die Insertionsstelle der Fühler, der Sporn an der Hintertibia, die Ocellen, die Deckelplatte auf dem Scheitel, der Längskiel auf dem Scutellum und die Punktgruben.